Hallo, hier bei Gladen Mosconi. GUI 3.40 ist seit ein paar Tagen online. Die möchte ich euch heute näher bringen. Die größte Neuerung ist, die GUI 3.40 beherrscht alle Messfunktionen, also Delay-Phase, Modeninterferenzen und RCA-Messung auch am USB-Anschluss. Direkt am Laptop bzw. PC. Das heißt, wir können zum Messen das Mikrofon jetzt an jedes beliebige Audio-Interface, Audio-Soundkarte, USB-Soundkarte anschließen und damit messen. Ansonsten haben wir ein bisschen die Abläufe optimiert. Bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt. Mein Name ist Frank Miketta, CTO bei Gladen und Mosconi. So, alle Messfunktionen nochmal im Schnelldurchgang in chronologischer Reihenfolge. Fangen wir an mit USB-Audio messen. Was bedeutet das? Wir nehmen eine USB-Soundkarte. In unserem Fall, ich habe natürlich unseren Barney-Messkopf hier auf dem Schreibtisch aufgebaut, um das Ganze zu demonstrieren und benutze dafür eine Rode AI-Mikro. USB-Soundkarte. In der GUI neu ist unter Config kann ich jetzt wählen Input Direct DSP. Das ist im Prinzip so, wie wir es bisher kennen, an einem analogen Eingang bzw. MOSMIC-Karte, wie auch immer. Und kann hier der Messeingang konfiguriert werden. Das ist alles bekannt bis zur 335. Neu ist, man kann jetzt umschalten auf USB messen. Dann wird das Messsignal von der USB-Soundkarte genommen. Was ist dafür vorbereitend nötig? Eigentlich gar nichts. Die Soundkarte muss installiert sein mit Treibern im Windows-System und im Windows unter Eingabegerät auswählen muss unser USB-Interface, Sound-Interface ausgewählt sein. Bedeutet nichts anderes. Die Mosconi Software, unsere GUI, verwendet als Mikrofoneingang das Gerät, was hier unter Eingabe ausgewählt ist. Bei mir am Rechner sind ein paar mehr USB-Sound-Adapter. In dem Fall Rode AI-Mikro. Das ist sehr gut geeignet, gerade in Verbindung mit den In-Ohr-Kopfhörern oder dem Barney-Messkopf. Was muss noch beachtet werden in Verbindung mit der Rode AI-Mikro? Da gibt es eine kleine Software zu. Da kann man den Eingangsmodus der beiden Klinkenbuchsen bestimmen. Da muss die Buchse 1 auf Stereo stehen. Wir wollen ja nach wie vor Stereo messen und dann kann ich einen Stereo-Messkopf bzw. Stereo-Mikrofone anschließen. Der Input-Level sollte auf maximal stehen, damit wir den Messpegel nicht so unendlich weit hochdrehen müssen. Gut, das war es im Prinzip schon. Wenn diese Einstellungen stimmen bzw. gemacht sind, kann man im Prinzip schon losmessen. Ich mache hier mal einmal demonstrativ eine kurze Messung. Input USB-Soundcard habe ich angewählt, dann mache ich eine RTA-Messung. Von dem System, was hier gerade auf der Bench aufgebaut ist. Der Unterschied ist, das System braucht immer 2, 3 Sekunden, bis die Daten analysiert sind und der Frequenzgangschrieb angezeigt wird. Das ist der einzige Unterschied. Gut, hier habe ich eine Frequenzgangmessung gemacht. Ich habe hier, um das Ganze zu demonstrieren, die brandneue One 6-10 Endstufe. Daran hängt an Kanal 1 und 2 ein paar Hochtöner, da sehe ich, Moment, hier im Frequenzgangschrieb sehe ich schon, die sind im Moment viel zu laut eingestellt. Die drehen wir gleich mal ein bisschen runter. An Kanal 3 und 4 hängen Tiefmitteltonlautsprecher und 5 und 6 der Subwoofer. Also ganz normal kleines, aktives Zwei-Wege-System plus Subwoofer. So, wie gesagt, die erste Messung sagt mir, der Hochtöner ist ein bisschen arg laut. Den nehme ich hier mal 10 dB runter und was ich noch in der Messung gesehen habe, ist der Subwoofer
war ein bisschen sehr unterbelichtet. Jetzt sollten wir schon eher in die Richtung kommen. Zielkurve, Referenzkurve haben wir beim letzten Mal schon mal besprochen. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Davon gehen wir mal aus und fangen an chronologisch mit allen Messungen, die nötig sind, um ein Auto perfekt einzustellen. So, als erstes, wir fangen mit Delay an und arbeiten uns im Uhrzeigersinn durch die verschiedenen Messungen, die nötig sind. Als erstes wäre die Laufzeitmessung, Time Delay. Das muss stimmen, sonst können wir alles andere vergessen. Aktiviert ist nur der Hochpassfilter für den Hochtöner, um den zu schützen. Der ist jetzt hier mal gesetzt bei 3150 Hertz. Ansonsten ist die Endstufe bis auf die kleinen Pegelkorrekturen, die ich gerade gemacht habe, komplett jungfräulich. So, der Ablauf ist ein kleines bisschen anders. Die Delay-Messung braucht nur noch einen Klick und das System läuft komplett vollautomatisch durch bei Messungen per USB-Soundkarte. Ich demonstriere das hier und der Vorgang dauert etwa 20 Sekunden. So, alle Messungen sind gemacht, jetzt läuft die Signalanalyse. Die erfolgt in mehreren Schritten. Und danach gibt es nochmal eine finale Messung, wo er prüft, ob wirklich alle Zeiten aufeinander geschoben sind. Und dann sehe ich hier auch schon, vor der Messung hatte ich eine maximale Impulshöhe in der Summe aller Lautsprecher bei minus 22 dB mit eingestelltem Time Delay, das ist bei minus 15 dB. Das heißt, wir haben eine Impulsspitze. In der Impulsspitze haben wir 6 dB gewonnen, nur durch die korrekte Einstellung des Time Delays. So, das schicke ich zum DSP, die Werte sind berechnet, zum DSP geschickt und wenn ich hier rausgehe, dann sehe ich meine entsprechenden Verzögerungszeiten sind eingestellt. Beim Subwoofer, der ist zu langsam, zu träge, der kann mit so einem Nadelimpuls nicht gemessen werden. Gebe ich euch einen Tipp. Korrekt wäre es eigentlich, dem manuell einzutragen, 2,50 Meter, 3 Meter vom Kofferraum bis zum Hörplatz. Ist in unserem Fall, wir haben es in vielen, vielen Hörversuchen ausprobiert. Es ist dadurch, dass wir gleich die Phasen einmessen, nicht hörbar, diese Laufzeitdifferenz. Die Phase ist beim Subwoofer entscheidend. Der Vorteil ist, wenn wir den Subwoofer in der Distanz auf 0 lassen, dann bleiben die eingestellten Werte für die Frontlautsprecher relativ gering und eine werkseitig verbaute Freisprecheinrichtung, die Geräusch- und Echounterdrückung, funktioniert wesentlich besser. So, nach der Laufzeitmessung können auch alle Tiefpassfilter aktiviert werden. Wir haben beim Hochtöner Low Pass 3150 den Low Pass hier. Für die Mitteltöner hatte ich ausgemacht. Den setze ich jetzt auch so Pi mal Daumen bei 2,5 kHz 24 dB. Der Subwoofer hat schon seinen Lowpass 80 Hz 24 dB und dann mache ich jetzt einmal einfach Einzelmessungen der einzelnen Systeme. Um mir ein bisschen die Pegel anzugleichen. So, das ist der Hochtöner. Der Mitteltöner.
Und das war der Subwoofer. Ja, okay. Den Hochtöner würde ich glatt nochmal 1-2 dB runternehmen und dann und die Trennung Mitteltöne etwas höher. Dann sind wir soweit eigentlich schon vorbereitet. So, den Subwoofer mache ich nochmal einen Ticken lauter. Den Hochtöner mache ich nochmal einen Ticken leiser und den Mitteltöner setze ich dann doch auf die 3150 Hertz. So, jetzt sollte das Ganze schon mal annähernd den Verlauf unserer Zielkurve entsprechen. Was ist der nächste Punkt? Ganz entscheidend, Phase. Phase einmessen. Das haben wir im Grundprinzip schon mal gemacht. Der Ablauf hat sich etwas geändert. Das Ganze ist noch mal ein wenig intuitiver geworden. Also Phase, ich benutze den Button Phase. Jetzt wähle ich zunächst mit dem Mute-Button den Kanal, der nicht geschoben werden soll. Not shifted steht hier oben. So, und dann nehme ich Kanal 3 und 4. Nicht geschoben werden sollte der Kanal, der den größten Anteil am Musikgeschehen hat. Das ist im Zwei-Wege-System der Tiefmitteltöner, im Drei-Wege-System der Hochtöner. Okay, die beiden habe ich gewählt. Warum mache ich das paarweise? Weil bei identischen Lautsprechern, bei ähnlicher Einbausituation und perfekt eingestellten Laufzeiten ist die Phasendifferenz, die relative rechts und links, zu vernachlässigen. Deswegen kann ich das ruhig paarweise machen. Ich wähle also 3 und 4, beide Tiefmitteltöner, mache eine Messung. Okay, die Messung ist gelaufen, das ist der Frequenzgang von unserem Tiefmitteltöner. Als nächstes wähle ich die Kanäle, die in der Phase angeglichen werden sollen. Und das ist in dem Fall zunächst mal unser Hochtöner, Kanal 1 und 2. Den wollen wir jetzt bei der Trennfrequenz so schieben, dass sich hier eine optimale Addition ergibt. Wieder eine Messung. So, das System sagt mir, die reale Trennfrequenz liegt bei 3589 Hertz. Das ist genau der Schnittpunkt zwischen diesen beiden Kurven. Und damit kann ich das schon starten. Ich werde das gleich ein bisschen beschleunigen fürs Video. Der ganze Vorgang dauert in der Feineinstellung 1 Minute 30. So, der Button Start. Ich muss hier ruhig sein und los geht's. So, das war's. Finaler Phase Shift zeigt er mir an, ist 85 Grad und da habe ich die perfekte Addition meines Tiefmitteltöners mit meinem Hochtöner. Okay, das war der erste Phasenangleich im Zwei-Wege-System, Mitteltöner zum Hochtöner, beziehungsweise Hochtöner wird geschoben an die richtige Phase des Mitteltöners. Also, gleiche Prozedur nochmal. Phase, dieses Mal bleibt wieder 3 und 4, der Tiefmitteltöner bleibt die Referenz, eine Messung. Jetzt wollen wir den Sub in der Phase angleichen, 5, 6.
Trendfrequenz zeigte man hier an, ist real gemessen, ist jetzt ein bisschen hoch, hier ist ein kleiner Subwoofer unterm Tisch, 119 Hertz, geht auch heute hier nur um die Funktionsweise der GUI. Okay, dann Start drücken, Prozedur 1,5 Minuten, ich spule wieder ein bisschen vor zwischendurch. So, das war's. Finalphase eingemessen. Ich sehe hier im Bereich meiner Trennfrequenzen absolut glatter Übergang. Okay, Exit. Was hat er gemacht? Er hat mir beim Subwoofer und beim Hochtöner die Allpässe entsprechend so eingestellt, dass die Phasen zueinander passen. Gut, das war schon fast mit Einmessen. Was interessant jetzt noch ist, die Moden und Interferenzen müssen bestimmt werden. Das sind Bereiche, die elektrisch nicht korrigierbar sind. Das hat jetzt einen eigenen Button bekommen. Mod einmal drücken. So, das war auch dieser Prozess. Das System weiß jetzt also, wo der Auto-EQ eingreifen darf und wo nicht. Und dann kann es weitergehen, diesen Frequenzgang automatisch an die Zielkurve anzupassen. Dafür lege ich zunächst meine Zielkurve, meine Referenzkurve mit den Pfeiltasten in die Richtung der Messung. So, dass die Zielkurve ziemlich genau durch den gemessenen Schrieb geht. Je höher die Zielkurve ist im Verhältnis, umso mehr hebt der Equalizer an. Der Equalizer ist ab Werk begrenzt auf maximal 3 dB anheben. Das heißt, eher im unteren Bereich der Messung die Referenzkurve, so wie hier die Zielkurve platzieren. Ich gehe nochmal einen tiefer. So. Das ist alles, was ich an Vorbereitung brauche. Der gemessene Frequenzgangschrieb, der soll dahin geführt werden, wo ich meine Referenzkurve definiert habe, wie der Frequenzgang im Auto später sein soll. Das ist alles an Vorbereitung. Wir gehen aus der Messung raus und gehen in den Equalizer, der eingestellt werden soll. Wir nehmen uns jetzt die Zeit und machen das Ganze seitengetrennt. Das heißt, ich lasse zunächst mal nur die linke Seite spielen, aber ich nehme den halben Subwoofer dazu. Der läuft ja im Brückenbetrieb, also nur die linke Seite. Ich gehe auf Auto Adjust, hier auf der rechten Seite, sage, ich möchte die linke Seite korrigieren und habe einen mittleren Subwoofer mit im System, der hängt jetzt hier mit am Front Equalizer. Und das ganze System korrigiert den Frequenzgang ab 60 Hertz aufwärts. Dann brauche ich nur noch Start drücken und los geht's. Eine Messung für die Kalkulation. Jetzt berechnet er theoretisch den Equalizer. Und kontrolliert sich immer wieder mit Messungen nach.
So, das ist das finale Ergebnis. Ich zeige mal die Messung dazu. Das finale Ergebnis: linker Equalizer, linkes Paar Lautsprecher. Jetzt machen wir das Ganze noch für die rechte Seite. Ich mache die rechten Lautsprecher an, gehe Auto Adjust, sage, ein mittlerer Subwoofer ist im System. Ich möchte die rechte Seite korrigieren und Start. Und jetzt mal darauf achten, das System kontrolliert sich selber, nimmt auch falsche Entscheidungen zurück und geht andere Wege, die dann besser passen. So, auch die rechte Seite. Das finale Ergebnis. Der Frequenzgang entspricht hervorragend der eingestellten Zielkurve. Dass er hier bei 200 Hertz nicht weiter korrigiert hat. Hier könnte man theoretisch noch höher gehen und diese Senke korrigieren. Liegt daran, dass der maximale Boost, also das maximale Anheben des Equalizers, begrenzt ist auf 3 dB. Was sich am Ende immer ganz gut macht, wir haben jetzt die linke Seite, die rechte Seite jeweils spezifisch die Fehler rauskorrigiert. Und wenn ich im Ende noch einmal komplett über die Summe messen möchte, dann sind das nur noch feine Korrekturen und die passieren auf beiden Seiten identisch. Das heißt, das Pegelverhältnis links-rechts und die individuellen Fehler, die er korrigiert hat, da ändert sich nichts dran. Also ich kann alle Lautsprecher anmachen, gehe auf Auto Adjust, sage beide Seiten, sage wieder ich habe einen mittleren Subwoofer, drücke auf Start und jetzt erfolgt nochmal eine Feinkorrektur aller Lautsprecher aktiv. So, das war's. Und jetzt, wenn ich mir die letzte Messung angucke, hat er auch den Subwoofer sehr schön mitgenommen auf die Zielkurve. Wir bewegen uns hier im Bereich plus minus 1 dB, wo der Frequenzgang im Fahrzeug meiner individuellen Zielkurve entspricht. Gut, soweit. GUI 3.14, Delay 3.40, 3.40, Delay, Phasenmessung, Modeninterferenzen und automatischer Equalizer. Soweit in der Funktion alles erklärt. Wir werden mit Sicherheit auch in naher Zukunft noch kurze Tutorials bringen. Praxis in der Werkstatt am Auto gemessen, weil das hier war jetzt rein, um die Software zu demonstrieren, die Funktionen zu demonstrieren.
bei mir auf der Werkbank. Soweit für heute. Bleibt mal dran. Nach dem Abspann kommt bestimmt noch das eine oder andere, was mir dann später noch einfällt. Ansonsten sage ich bis demnächst. Viel Spaß damit und tschüss. Ja, wie gesagt, da bin ich wieder. Also, eine Kleinigkeit noch hinten drauf. Das Fahrzeug ist komplett eingemessen. Ihr setzt euch ins Fahrzeug und ihr sagt, das ist zwar so technisch korrekt, aber es ist nicht ganz mein Geschmack, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Das ist mir zu aggressiv im Hochton, da ist zu viel Hochton im Spiel. Das möchte ich ein bisschen nachkorrigieren. Dann brauche ich nicht alles wieder von vorne machen. Dann editiere ich einfach meine Zielkurve und sage, den obersten Frequenzgangpunkt statt minus 8 dB, gehen wir hier mal auf minus 13 dB. Und dann seht ihr schon, die Zielkurve hat sich jetzt hinten weiter abgesenkt. Das war es an diesem Schritt schon. Dann geht es zurück in den Auto-EQ. Ich sage Auto-Adjust, beide Seiten, mittlerer Woofer. Starte das Ganze nochmal von vorne und er macht jetzt aufgrund aller bisherigen Messungen einen neuen Angleich des Frequenzgangs an die geänderte Zielkurve. So, letzte Messung, finale Korrektur. Das ist jetzt der finale Frequenzgangschrieb. Ihr seht, auf Basis aller bisher gelaufenen Messungen ist jetzt nur der finale Frequenzgang korrigiert worden nach eurem Hörgeschmack. So könnt ihr die Referenzkurve, die Zielkurve an jedem beliebigen Punkt editieren und könnt das System zum Nachjustieren benutzen.